guten Tag, ich bin der Simon von DMTV. Finde, hier ist ja das größte Drogenfest der Welt. Würdest du sagen, dass eine andere Droge auch ein eigenes Fest verdient hat? Boah, du stellst ja Fragen. Geil. Wieso ist das größte Drogenfest? Wie kommst du darauf? Ja, also es gibt ja seltene Feste, wo mehr Drogen konsumiert werden als jetzt hier. Also, was für Drogen? Ja, eben, bei uns scheint es wohl vorbeigegangen zu sein, weil wir haben nur Bier konsumiert, eine legale Droge. Ja, genau. Ansonsten eigentlich nichts. Du sprichst wahrscheinlich das Käferzelt an. Also wie Käferzelt? Käfer. Gibt es hier ein Käferzelt? Nee, Käfer. Käferzelt. Aber wärst du dafür, dass es auch ein Käferzelt gibt für Ketamin? Nee, ich glaube eher nicht. Bin wenn denn schon für softe Drogen. Ah, okay, aber Ketamin, was sagst du da zu dem antidepressiven Potenzial? Oh no. Ja, na, na, na. Ja, aber Ketamin wäre es ja theoretisch auch schon weniger gefährlich als Alkohol. Ja, Alkohol ist ja nur schon mittlerweile eine handelbare Droge, die frei verkäuflich ist, wo die Menschen mit umgehen können. Jeder weiß so seine Hemmschwellen. Jeder weiß seine Hemmschwellen bei Alkohol. Schon, ja. Dieser Ort zeigt dir das Gegenteil. Geh mal mit der Kamera darauf, wie wenig Leute liegen da, wie viele Leute sitzen da. Ja, also du warst noch nicht auf der Drogenwelle? Doch, schon, aber ich bin jetzt schon älter, also man wird da eher schon softer. Ausprobieren macht jeder mal irgendwann, so seine Grenzen austesten, aber keine Ahnung, mittlerweile ist das eher... Ja. Eher normal. Aber findest du, es gibt noch, nach Alkohol, welche Droge hat am ehesten so ein Festival verdient? Marihuana. Marihuana. Ich meine, da ist ja jeder dabei. Legalisieren. Lass den Leuten noch ihre Freiheit. Open Mind bitte abonnieren. Open Mind. Na, Drogen sind generell schlecht. Generell, aber Alkohol ist gut? Was heißt Alkohol? Bayerisches Bier ist gut. Das ist keine Droge, sondern eine Mahlzeit? Ja, hier schon, aber ihr versteht es nicht. Du sprichst ja gar nicht bayerisch, also. Jo, ich komme ab, auch ein Sprecher. Ich bin ein richtiger Bayer. München, ich bin in München geboren. Wollen wir auf Deutsch reden? Ja. Nee, wollen wir auf Deutsch okay, reden? Okay, ja, okay, das ist gut. Ich habe gedacht, ich hatte gerade schon Angst und dachte, du bist Ausländer. Nee. Ich bin schon Ausländer. Mensch, Mann. Würdest du sagen, dass eine andere Droge neben Alkohol auch so ein Fest verdient hat? Also Drogen für mich sind bescheuert. Ich verstehe nicht, warum Leute Drogen nehmen. Nee, für wirklich. Diesen jungen Mann sind Leute, das kann man nicht verstehen, nee, oder? Warum wollen Leute Drogen nehmen? Ich weiß also, es auch nicht so ganz. Sinn. Das macht überhaupt gar also, keinen Sinn. Und du bist so immer unterwegs nach dem Motto, die ganze Zeit nüchtern also, bleiben. Also Alkohol ist was anderes. Das ist was anderes, weil es ein bisschen schädlicher ist und daher kann man das machen? Was, also bist du ein Köln-Fan oder was? Ayahuasca? Masca. Ayahuasca? What? I don't understand. Dass eine andere Droge neben Alkohol auch ein eigenes Festival verdient hat? Nein. Alkohol verdient der Platz, warum hat es Alkohol verdient und andere Sachen nicht? Weil es legal ist. Weil es legal ist, aber Cannabis ist ja auch legal. Ja. Ketaminfest? Ketaminfest. Da brauchst du aber Midazolam dazu, weil sonst machst du Albträume. Oh, ein Arzt! Fast. Krankenpfleger. Ja, genau. Kann ich da nichts dazu sagen. Hast du schon da als Krankenpfleger schon so mehrere Drogenüberdosierungen oder sowas gehabt? Ständig. Also ich nicht. Ja, aber. Ja. Das logisch. Passiert das jeden Tag? Oft. Und was ist die häufigste Droge, wo das passiert? Alkohol. Und zweiter Platz? Kann ich nicht sagen, weiß nicht. Okay. Ich bin Amerikaner und ich würde so sagen, es. Lieber leben als siegen. Lieber leben als siegen. Aber findest du nicht, dass es auch so ein LSD-Fest geben sollte? Bro, also wenn du was nehmen willst, dann... Dann LSD. Nee, dann mach's einfach. Mach's einfach. Aber ich habe schon ein paar Freunde, die gestorben sind. An LSD wahrscheinlich, oder? Nee, Koks. Ah, okay. Ja. Koks ist keine gute Droge. Das supporten wir hier nicht. Wir supporten nur, auf Open Mind supporten wir nur. Was sagst du? Dimethyl. Was sagst du? Nee. Tripta. Nee, weiß ich nicht, LSD ist noch eine ziemlich coole Droge eigentlich, sage ich mal, um so bewusstseinserweiternd zu sein. Würde mir jetzt als spontan noch einfallen. Aber da braucht man eigentlich schon jemanden des Vertrauens, der irgendwo bei dir steht. Das ist halt sehr cool, das ist eine coole Erfahrung gewesen. Ja, finde ich auch. Richtig bei LSD? Genau, LSD. Du hast auch schon LSD-Erfahrungen gemacht? Ja, hat sich komplett verändert danach. Echt? Geil. Warst du davor so Businessmensch und willst jetzt auf einer Insel leben mit Hippies oder so? Vielleicht.
Halte ich mir noch offen. Geil, Mann. Ja. Geil, Mann. Yes, Mann. Der Typ weiß Bescheid. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich habe das erste Mal erlebt. Ja. Weil du so krass deine Sinne geschärft waren. Ob es sehen war, ob es fühlen war, ob es hören war. Ja. Ist heftig. Genau. Hast die Brille auf, weil du zu viel gekifft hast? Nee, das nicht, aber... Ja, ich sag mal so, wir sind ja hier in Bayern, ne, und das CSU regiert und da denke ich, ist eigentlich die Antwort klar, oder? Lass dir noch ein bisschen weiß an der Nase. Echt? Mann. Würdet ihr sagen, dass neben Alkohol eine andere Droge noch ein eigenes Festival verdient hat? Nein. Nee. Warum? Alkohol verdient der Platz 1? Weil Alkohol am besten ist. Also weil man es am ehesten nehmen kann, ohne dass da irgendwas Gefährliches passiert. Genau. Ja. Kommt die Polizei nicht dazwischen, gar nichts. Ist ja. Nicht illegal. Aber man könnte ja zum Beispiel auch 1D-LSD nehmen, das ist ja auch legal. Ja, bei Kokain und so muss ich gar nie wenden. LSD ist für mich nicht normal. Aber was aber normal ist automatisch schlecht? Bist du, also zum Beispiel Homosexualität auch schlecht? Naja, ja. Nicht so gut. Nein, jeder sieht es anders, mein Gott. Jeder sieht es anders, ja. Ich habe kein Problem damit, aber LSD ist was anderes. Was ist, wenn du dein Bewusstsein erweitern willst? Wie machst du es dann? Mit LSD soll ich mein Bewusstsein erweitern? Ja? Nee. Die Kamera ist nicht. Aber wem soll ich das dann jetzt geben, wenn nicht dir? Das LSD? Ja. Ja, gibt es irgendjemand anderem, nicht mir? Verstehe den Hass gegen LSD nicht so ganz. Nee, ich habe keinen Hass, aber ich brauch's halt nicht. Aber weißt du, wie das wirkt? Ja, aber ich brauch's nicht. Wie wirkt LSD? Wie wirkt LSD? Keine Ahnung. Also, weil du hast voll die Abneigung und weißt gar nicht, wie es wirkt. Nein, wie wirkt es? Wie wirkt denn LSD? Wie Koks? Keine Ahnung. Nee, es wirkt überhaupt nicht wie Koks. Da siehst du erstmal eine komplett andere Bandbreite der Realität und du verlierst dein Ego und weißt nicht mehr, wer du bist und so. Ist doch geil. Nee. Hä? Du siehst so Halluzinationen und Sachen, die nicht da sind? Nee. Ja, aber willst du nicht mal Sachen sehen, die nicht da sind? Nein. Das macht doch nur jemand, der... Hä? Willst du Sachen sehen, die nicht da sind? Das ist für mich gestört. Ja. Warum ausgerechnet Alkohol und keine anderen Sachen? Keinen speziellen Grund. So, weil du so machst, was die Gesellschaft macht, so NPC-mäßig? Nee, nicht wirklich. Also quasi, wenn du aus der Matrix ausbrechen willst, müsstest du zum Beispiel Lisergsäure-Diethylamid nehmen. Keine Ahnung, was das ist für eine Droge. Zum Beispiel Kokainfest? Nein. Warum? Zu aggressiv werden die Leute. Okay, dann LSD-Fest? Nein. Glaub's nicht. Ich bin von Amsterdam, aber. Oh, dann eher so Schwumfest? Nein. Schwumfest, okay. Aber du kennst dich aus mit Drogen als Amsterdamer? Genau. Und ich glaube, hier soll das nur Bier sein. Hier und in Amsterdam, da gibt es bestimmt. Alles. Da geht alles. Genau. Ja. Schon mal Poppers genommen? Nein. Weißt du, was das ist? Ja. Oh, warum? Jetzt darfst du dreimal raten. Okay, mach mal Kamera kurz aus. Mein Mann. Okay, mach Kamera, lass laufen, alles gut. Also ich bin dafür, keine Ahnung, alles offen, sage ich mal. Egal, ob es Alkohol oder ob es irgendein... Also und Sexualität? Nein. Nehmt ihr selber gar keine Drogen? Wir haben andere Drogen. Okay, und die wären, weil darum geht's hier? Pferde. Seid ihr so Pferdemädchen? Ja. Habt ihr schon mal Ketamin genommen? Nein. Aber ihr seid doch Pferdemädchen. Ja, schön. Okay, lass weitergehen. Was macht ihr so beruflich? Bäcker, wir sind miteinander... Alle Bäcker? Schon mal Wake and Bake gemacht? Ja. Würdest du andere Sachen probieren, wenn sie legal wären? An was denkst du denn gerade? LSD. Nee, brauche ich nicht. Warum brauchst du Alkohol? Gute Frage. Gell? Weißt du, was LSD macht? Dappig. Was? Blöd im Hirn. Voll. Drogen? Nein. Keine Drogen in der Ukraine. Deswegen seid ihr hier? Ja, genau. Das nicht wegen irgendwas anderem, geopolitischen. Ich glaube, meine eigene Pelzkollektion. Tiermörder. Nein. Wo ist der Unterschied zwischen legalen und illegalen Drogen? Außer, dass die einen legal sind und die anderen illegal. Nee, da gibt es keinen Unterschied. Habt ihr schon mal LSD genommen? Nein. Nee, Gott sei Dank nicht. Warum Gott sei Dank? Alkohol macht ja genug Spaß. Du weißt ja nicht mehr. Ja, aber LSD nimmt man ja nicht zum Spaß nehmen. Sondern? Um das dritte Auge zu... Keine Ahnung. Nein, wir haben das Glück, wir haben das dritte Auge mit Alkohol. Wir sind alle eins, oder? Ja? Ja. Aber weißt du das oder sagst du das nur? Ich fühle das. Wirklich? Ja. Würdest du mich jetzt in den Arsch schieben? Cannabis hilft
Leuten, die auch krank sind. Das heißt, das kann man wirklich auch gut sagen, das ist was Vernünftiges. Aber könnte LSD nicht nur einer kranken Gesellschaft helfen? Ich denke, Bewusstsein erweiternd, so sagt man doch so schön. Ja. Aber wir haben so viele Leute, die haben gar kein Bewusstsein mehr. Da kannst du nichts erweitern. Um eine Sache nochmal kurz klarzustellen, dieses Video ist hauptsächlich darauf ausgelegt, witzig zu sein. Manche denken bestimmt, dass es hier darum geht, mich darüber lustig zu machen, dass Leute zum Beispiel nicht wissen, wie LSD wirkt. Aber es ist völlig okay, nicht zu wissen, wie LSD wirkt. Die meisten Menschen wissen das nicht. Und auch wenn ich so Dinge sage wie, warum nehmt ihr hier nicht diese Droge, ist das auch nur humoristisch gemeint. Ich möchte niemanden zum Konsum anstiften, nehmt das Video nicht ernst. Folgt auf jeden Fall Luca Marie auf Instagram. Er hat diese ganze Interview dieses Jahr mit mir geführt. Er ist einer meiner Comedian-Homies und auf seiner Seite gibt es bestimmt ab und zu was zu lachen. Abonniert diesen Kabal. Peace.